Hallo und herzlich willkommen beim neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ich spiele mit euch das Spiel The Walking Dead Survival Instinct. Ja, ich bin gerade voll im Walking Dead Fieber und ziehe mir die ganze Staffel rein, hab voll Bock auf das Spiel gehabt. Das habe ich 2013 damals gekauft und auch durchgespielt. Der Link ist dazu wieder mal in meiner Beschreibung zu finden, falls ihr Interesse habt. Und ja, das Ganze ist natürlich The Walking Dead. Wir sehen hier den Charakter Daryl, den kennen wir, den Armbrustschützen. Das ist der Hauptcharakter in diesem Spiel. Die Story ist, glaube ich, nicht mit dem mit der Serie verbunden. Also ich habe da keine Zusammenhänge gefunden in der Form. Wir erleben halt irgend so ein Abenteuer, wo Daryl mal wieder alleine unterwegs war und wir davon nichts wissen. Gut, wir könnten jetzt fortsetzen. Bringt der nächste, wollen natürlich ein neues Spiel starten. Der Sound ist hoffentlich nicht zu leise und das Spiel ist gewohnt brutal. Dementsprechend ist das Video natürlich ab 18 gekennzeichnet, weil Jugendschutz ist übelst wichtig, dürfen wir nicht vergessen. Und Walking Dead selber ist ja auch schon, ich muss sagen, sau brutal. So, gut, wieder ein Relikt. Okay, wir haben Relikte freigeschaltet. Größere Magazine, Nahkampfschub, Armbrustgewehr. Ja, weil ich das ja schon mal... Armbrust-Sturmgewehr. Bei Verwendung gewährt Ihnen das, dieses Relikt bereits ab Spielstart Zugriff auf eine Armbrust und das Sturmgewehr. Das ist natürlich zu heftig. Bei Verwendung der Möglichkeit, Ihnen dieses Relikt härter zuzuschreiben, sodass Nahkampfwaffen mehr Schaden. Bei Verwendung erhöht das dieses Relikt die Magazingröße aller Fernkampfwaffen. Das nehmen wir einfach mal, damit es nicht ganz so unrealistisch wird. Wenn Sie ein neues Spiel starten, bla bla bla, gehen alle verloren. It had to be walking this way. You see it? Dixon, it comes at me. You watch where you shoot that thing, okay? So, alles Vorgeschichte. Wir wissen noch nichts von Zombies, das weiß ich ja auch schon. Wir haben ein Scharfschützengewehr und können mit dem Mausrad auch zwischen den Waffen hin und her wechseln. Sehr interessant. Ich will natürlich das Scharfschützengewehr nehmen und wir müssen jetzt unserem Bruder hinterher. Die Steuerung läuft super, WASD, ganz einfach. Wir können hier springen, wenn wir wollten, aber wir dürfen noch nicht springen. Jetzt dürfen wir springen und wir wollen natürlich in der Richtung. Ich bin gerade ein bisschen perplex. Die Grafik sieht super aus, finde ich. Also typisch Walking Dead. Ist immer so ein bisschen comicartig, aber dementsprechend passt das einfach auch. Wir haben The Walking Dead auch diese andere Spielverfilmung, wollte ich gerade sagen. Blut, er hat Blut entdeckt, da. Blutspur. Die hat mir auch sehr gut gefallen mit diesen schweren Entscheidungen. Auch hier müssen wir Entscheidungen treffen. Und die sind teilweise ganz schön brutal. So. Der rote Pfeil zeigt Ihnen Ihr aktuelles Ziel an. Ihre aktuellen Ziele können Sie im Pausenmodus ansehen. Okay, ja. Sehr schön. Wir haben eine Aufgabe bekommen. Hier ist noch mehr Blut. Und wir winken uns hin und her. Das ist unser Bruder, glaube ich. Da ist er noch ein bisschen dünn, finde ich. Aber ist ja auch die Vergangenheit noch. Und wir folgen mal der Blutspur. Sollen wir uns bestimmt bücken, ne? Wow. Das ist eine Art Tutorial. Gucken Sie mal von Weiten an. Rüberspringen. Kein Problem. Und ein Jagdkollege. Duck dich lieber, um leise zu sein. Buck. Was hat Buck gesehen? Wir haben jetzt den Pfeil auf der Karte. Ziemlich simpel. Und wir gehen leise durch den Flussbett. Das werden wir erspähen. Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe es ja einmal schon mal durchgespielt. Ich weiß es schon nicht mehr. Okay, wir hören schon irgendeinen Sound. Ich glaube, ich mache meine Kopfhörer gleich rein. Da. Oh, das war ich nicht. Dixon. Wow. Zurück, was passiert hier? Ich habe es echt vergessen. Alter Witzka. Unsere ersten Zombies. Okay, sie haben es gesehen. Kopf ist weg. Oh! Das ist ein Haufen. Wow! Die vernaschen mich! What in the hell, Dixon? Ah, Dixon, ah, no, man! Help me! Daryl, you okay? Dad? Oh, Dad, no! We can... Well, we could... Daryl, he's too busted up.
Nothing can be done now except ease his suffering. Typisch Walking Dead. Fängt das ganze Spiel schon mal brutal an. So wie die Serie. So, das Spiel beginnt jetzt richtig. Das Tutorial hat uns jetzt genug gezeigt. Wir haben eine Nahkampfwaffe aufgenommen. Drücke mit der linken Maustaste. Das kenne ich schon. Ja, können wir auch einfach mit schlagen. Hier haben wir Wiederherstellungsobjekte, Sportgetränke und Versorgungsstationen. Rationen, meine ich natürlich, können genutzt werden, um ihren Zustand wiederherzustellen. Sobald Sie ein Wiederherstellungsobjekt ausgerüstet haben, drücken Sie linke Maus, um es zu benutzen. Okay, verständlich. Brauchen wir momentan nicht. Hier ist eindeutig unser Zuhause. Ich wusste nie, wie Daryl gewohnt hat, doch das wusste ich. In der vierten Staffel habe ich es gesehen, oder besser gesagt gehört. Nimm dies, Schlafsack. Rationen sind alle aufgemampft. Und ich schätze mal, wir sollen raus. Daryl, komm her. Wir müssen einen Plan machen. Über einen Fluchtplan. Wir müssen einen Plan machen. Ich habe nie etwas wie das gesehen. Wenn du mir darüber gesprochen hast, würde ich dich ein Lügner nennen. Hör, es gibt mehr von ihnen kommen. Wir müssen gehen. Das Einzige, was wir müssen, ist, jeden einzelnen zu killen. Kill Daryl, I know you're upset, but just listen. That sounds like a whole lot of them. We need to go now. Gather up as much as you can and meet me at the truck. Let's go then. Daryl, remember what we learned about him. Head trauma. Attack the brain. Remember, only thing we know that kills him. And be quiet sneaking out the back door. Don't let him see you. Okay. Zeug sammeln. Naja, viel liegt ja nicht rum. Gucken wir uns mal um. Viele Dosen, viele leere. Die Pfanne würde ich mitnehmen. Ah, hier ist noch was zu trinken. Ich bin gesprungen. Gesperrt. Nein, sie soll natürlich nicht hier durch. Das wäre ja völliger Blödsinn. Meet me at the truck. Ja, dann hau doch ab. So, hinten raus. Wo sagt da hinten raus? Was ist denn hier eine Tür? Da. Hier ist noch mehr. Gewehrmunition. Fast übersehen. So. Wir gehen mal gebückt lieber. Oh, geil, ein Smoker-Grill. Und den machen wir mal leise Platz. Oh, was denn? Der stellt sich immer wieder neu hin. Er hat sich gerade einen schönen Schenkel reingehauen. Unsere Karte sagt, wir sollen in der Richtung gehen. Wie sieht denn Daryl sein Haus aus? Wunderschön. Komm her, Zombie. Sehr schwer im Nahkampf. Aber irgendwann hat man es doch geschafft, das Gehirn zu zerstören. Oh, hinten nascht auch noch einer was. Oh, ein Gewehr. Und kaputt ist das Gehirn. Was hat er denn gegessen? Was ist das? Sieht ja furchtbar aus. Treibstoff 10. Treibstoff ist für ihre Gruppe unterwegs überlebenswichtig. Ohne ist die Reise zu Ende. Sie können in jedem Gebiet nach Treibstoff suchen. Überlebende können aber auch auf die Suche nach Treibstoff geschickt werden. Okay, alles ein bisschen taktischer auch in dem Spiel. Habt ihr die Anzeige gesehen? Fernkampfwaffen verursachen sehr viel Lärm und machen anderen Beißern in dem Gebiet auf sie aufmerksam. Okay, wissen wir Bescheid.
immer, wenn es geht, die Nahkampfwaffe benutzen, da ich die Serie ja gerade ziemlich gesuchtet habe und noch einige Folgen vor mir habe, weiß ich aber schon eigentlich die Grundtechnik, wie man Zombies legt, Bescheid. Oh nein, er hat mich gesehen. Hast du mich gehört? Oh! Den Nacken im Gesicht schneiden, schubsen. So, wir haben ein bisschen Energie verloren. Wie rüstet man denn jetzt hier diese Drinks aus? Ah, guck mal. Kann man... Achso, ganz einfach. Wir nehmen mal so einen Energy Drink aus Spaß. Oh man, I needed that. Und jetzt will ich noch eine Waffe haben. So. Den Hammer. Der Hammer sieht natürlich auch cool aus. Wollen wir nicht verachten, dass wir einen Hammer haben. So, nicht so schnell rennen. Es geht wieder zurück, oder was? Ist doch schon eine schöne Ecke hier, muss man ja sagen. Mann, wieso sehen die mich denn immer? Ich schleiche durch. Ups. Länger halten. Sind die Schläge stärker? Oh, hier ist noch Spritz. Ich finde noch einen Benzinkanister. Okay, das war meine Aufgabe, habe ich noch nicht gelesen. Gasverschwendung bei Beißer Unlock. Ablenken, okay. Wie wähle ich hier aus? Eins. Da eine leere Flasche. Natürlich doof, weil genau da ist der Benzintank, den ich noch finden muss. Da guckt euch das mal an. Die guten Beißer. Können wir uns jetzt um die kümmern? Langsam und leise. Ey. Lautlos, bitte. Okay, okay, okay. Wo ist der Hammer? Ich glaube, der ist stärker. Aua. Nicht im ersten Level schon sterben. Wieder mit euch Zombies. Ein bisschen Schaden erlitten, aber nicht wirklich schlimm. Wir gucken uns so ein bisschen um, nicht, dass wir es übersehen. Irgend so ein schönes Easter Egg oder irgendwas Besonderes. Aber hier ist nichts. Jetzt haben wir es in Down. Wir können ja versuchen, alle zu plätten. Oder wir können sie ablenken, damit wir ins Auto einsteigen können, was wahrscheinlich unser Ziel ist. So. Dann müssen wir nicht alle töten. Schleichen. Oh, get a move on, Daryl. Wir haben dicke Zeit. Oh. Oh. Hurry up. Okay, ich drück einfach E. Schnelle Flucht. Truck Zweisitzer gefunden. Okay. Und Jess Collins ist der Gruppe beigetreten. Keine Sammelstücke gefunden. Okay, wir haben nicht richtig geguckt. Fortsetzen. Hier können Sie Ihr nächstes Ziel wählen und festlegen, wie Sie dorthin kommen. Auf Nebenstraßen verbrauchen Sie mehr Treibstoff, haben aber mehr Möglichkeiten, Vorräte zu suchen. Auf Highways sparen Sie Treibstoff, haben jedoch weniger Möglichkeiten, nach Vorräten zu suchen. Okay. Hier unten ist, glaube ich, unser Ziel. Und wir sollen jetzt nach hier. Logisch, wir haben nicht so viel Auswahl. Ihr seht auch mal eine Benzinanzeige, wie weit wir es verbrauchen. Und wir können einfach mal testweise die Nebenstraße nehmen. Um mehr Vorräte zu sammeln. Not a damn thing. My phone ain't working either. Hey, about your dad? I don't know what to say about it. Then don't. Leave it be. And we gotta tell Merle what happened. Yeah, I suppose we do. But we ought to warn people first. What? Go to the cops? Please. We gotta go get Merle. Merle, he's... Well, he's just not right. What'd you say to me, old man? Merle's 10 times a man you are. Alright, alright. Just seems you boys turn hay into shit when you're together. Hm. Eine Errungenschaft erreicht.
Ich will keinen Hybridantrieb. So. Erste Ziel erreicht, Sammelpunkt. Hier können Sie Ihre überlebenden verwalten, Objekte auf Ihr Fahrzeug übertragen und Objekte auswählen, die Sie mitnehmen wollen. Okay, gucken wir mal. Auswahl, Überlebende. Hier können Sie Überlebende, ja. Den können wir jetzt ausrüsten mit einem Hammer. Eine Aufgabe beim Wagen bleiben. Essen suchen. Munition, Treibstoff. Er soll Munition suchen. Macht am meisten Sinn, weil wir schon so viele Waffen haben. Zustand ist in Ordnung, zurücklassen nicht möglich, bla bla. Sonst sind wir nur alleine. Zurück. So, das ist jetzt seine Aufgabe. Meine lautet einfach, ja, dasselbe machen, nur schöner. Jetzt können wir Sachen im Fahrzeug packen, okay. Versorgungsration. Nicht alle. Wir können den einzelnen machen. Na gut, wir haben ja genug. Treibstoff brauche ich nicht mitnehmen, glaube ich. Das nehme ich mal alles mit. Zurück. Und wie komme ich denn zur Mission? Da, Auswahl. Ort betreten. No driving through that. We're on foot from here. Ah, boy. But them psychos came here, too. Yeah, maybe. Town circled their wagons, you see? Looks like a DMZ. If there's any gas, it'll be at Lucky's. Dann bei Lucky's. Okay. Benzin für Ihre Fahrzeuge besorgen. Erreicht die Tankstelle. Sind Sie auf der Karte markiert den Weg? Optisch sieht das Ganze nach Walking Dead aus. Da kann man machen, was man will. Liegen auch schon Leichen. Muss mal genauer umgucken, vor allem in den Pickups. Ach, guck mal, hier ist so ein Shop. Da müssen wir, glaube ich, sogar durch. Weil hier ist alles dicht. Shit. Also müssen wir hier durch die Tankstelle, den Quatsch, durch den Laden. Huh. Power's out. Einfach viel zu schnell. Komisch, dass das keine Zombies sind, ne? Wir schnappen uns mal die Getränke. Vielleicht sind es einfach nur noch keine Zombies. Oh man. Das ist ein Hamster. Was macht der denn da? Und sieht aus wie eine Knarre oder so. Oh, Zombie. Uns mal nicht gesehen hat. Erledigt. Ha, der rennt immer sofort wieder los. Und ich denke mal, ich muss hier rein, ne? Wir wollen ja nichts übersehen. Vor allem nicht in der ersten Folge. Oh, was zu trinken. Na, hoffentlich ist er tot. Oh, als ob man es ahnte. Das hat Krach gemacht. Was liegt da? Mein Hämmerchen. Sachen, die wir jetzt gut gebrauchen können, falls wir mehrere Gruppenmitglieder bekommen. Die können natürlich auch versterben unterwegs, ja klar. Wir müssen immer auf ihre Gesundheit achten. Wo soll ich lang? Da durch? Was war denn hier? Also hier kam er ja her. Ach so. Könnte man so durch? Glasflasche oder so? Ich glaube, man kann sie ja mitnehmen. Kann man ja zumindest mit ablenken. Ablecken. Knabbert er hier so in ein Gefrierhaus rum. Aber alles so ohne Fund. Okay, der hat mich gesehen. Boah. Gut, ich habe wieder einen schwarzen Bildschirm gehabt, weil meine Frau wieder ein Licht an und aus macht unten. Ein Fehler, den ich nicht beheben kann, weil ich kein Elektriker bin. So, ich glaube, wir haben es hier. Wow! Was ist denn da? Au! Oh. Was ist das denn? Lebensmittelvorräte. Wir sind gebunkert, will ich haben.
Hui. Da muss ich echt gut umgucken hier. Hallo. Autsch, da kommt noch ein zweiter. Scheiße. Stirb. Zum zweiten Mal. Oh, wir brauchen Lebensenergie. Not bad. Feel better already. Ein guter Hammer. Möchte ich immer gerne von hinten ein anschleichen. Scheiße, hier sind aber echt viele Zombies. Bin ja gar nicht gewohnt bei The Walking Dead. Na Quatsch. Sind ja überall. Quatsch mit Soße. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte mich doch mal von hinten anschleichen. Mann! Aua! Warum bin ich denn gebucht? Packen! Er hat mich! Zentrum treffen! Boom! Ein Auge weniger, mein Lieber. Und wir haben, glaube ich, jetzt ein paar Zombies an der Backen. Aber die sind ja Gott sei Dank super langsam und dumm. Und wir sind bei der Tankstelle. Oh nein. Eins. Zwei. Drei. Jetzt mittlere Mausrad. Nein, scheiße, hat mich gesehen. Wie hast du mich gesehen? Wie? Blöder Beißer. Hat er uns gebissen? Nein, hat er nicht. Dann würden wir sterben. Die sind eingesperrt. Die stören uns also nicht. Over here, man. Hier drüben, Mann. Inside the station. Something you want? Huh? I ain't standing out here playing bait all day. You got a car? You need gas, right? I can get you gas. I'm Warren. Daryl, it's a truck. What happened here? The eaters happened. Me and my dad holed up here with Uncle Lester. The town held him off okay, until we lost all the cops. All but Blake. Uncle Lester? Lucky Les? Yeah, the same. He and Dad went out to see who was left. I don't think they're coming back. But Uncle Lester has the key to the generator cage. And that's how we get the gas pumps running again. Right. You get the keys and crank the Jenny. I use my codes to turn on the pumps and we get out of here. Win-win. You're coming with me now? I'm not staying here, buddy. We got a deal? Wir haben wohl einen Deal, würde ich sagen. Und wir haben ein Problem mit Zombies gleich, schätze ich. Können wir uns anschleichen? Ich will jetzt doch einmal die mittlere Maus. Das hast du drin. Nein, wir können es nicht anschleichen. Oh oh. Einfach mal rennen. Müssen wir hier raus? Ach, er nimmt automatisch das Messer. Vielleicht können wir uns ja durchstealthen. Oh! Hinter uns war noch einer. Hammer! Manche sind mehr, manche sind weniger verwest. Und jetzt müssen wir wieder was naschen. Feel better already. Feel better already. Schnappen wir uns den Hammer. Wir müssen wie verrückt. Hoffentlich ist nicht links noch einer. Im Spiel haben wir mehrere Versuche, ne? Aber in der Serie geht's schnell. Oh, da ist jetzt wieder einer. Oh. Gut, dass die anderen uns wenigstens nicht hören. Das schaffen wir noch. Das kann man. So. Ja, man stirbt ja auch. Ziemlich schnell. Wow. Der ist aber schnell. Volltreffer. Hui. Das Beste ist der echte Messerkill, ne? Das funktioniert am besten. Ey. Wie hast du mich gesehen? Boom! Nur er nicht. Er läuft Zombie dem nicht durch die Welt. Nein! Ich sollte mittlere Maus dazu drücken, Mann. Warum mach ich's? So.
So, das erste Missionsziel. Ganz schön lange das Video, glaube ich. Ganz schön viele Zombies. Benzin für ihre Fahrzeuge. Besuchen Sie Warrens Onkel. Wo mag er sein? Wird er noch leben? So, Mausrad, nicht Maustaste. Gut, Handbremse war nicht angezogen. Kann ich wieder zurückschieben. Onkel. That's it. Big wow. Bleib mal schön liegen, Onkel. Oh Gott. Oh Gott. Höp. Autsch. Das sind ein Haufen. Manchmal hilft doch die Beine anzunehmen besser. Wir schwitzen. Wir sind aber fix, ey. Rübe ist schon sehr stabil. Okay, zurück zur Tankstelle. Wir sind jetzt schon am Spitzen. Sieht lustig aus. Dass mein Monitor irgendwie kaputt wäre und Wasser reinläuft. Abgehakt. Das war mal so leer hier. Sollten uns ja nur recht sein. No, 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 don't use that key yet. Come here first. Hey, you got it? Yep. Right, good deal. Open the Jenny cage. Are my dad and Uncle Lester behind you? Just get the pumps on, okay, Warren? Oh. Oh, okay. It's all ready. Open the cage and hit the primer. Die Einspritzanlage. Do not enter. Okay, mache ich auch nicht. So. Na, wir haben gelernt. Wir machen hinter uns zu. Er lockt wirklich alle an. Und jetzt? Wow. Scheiße, wie soll ich das schaffen? Wow, hier sind da welche drin. Ich dachte, das wäre der Typ. Nein. Ich treffe nicht die Mitte. Ich muss schon übersippeln. Viel haben wir nicht mehr. Scheiße, das nicht zu trinken. Not bad. Okay, die wollen jetzt natürlich rein, keine Frage. Oh. Volltreffer. Oh Gott, wie soll man das denn jetzt managen? Wo sind der hingeflogen? Trinken, trinken, Energie. Okay. Oh, kommt noch einer. Perfekt. Jetzt haben wir die erstmal voll verarscht. Okay, die haben uns auch ordentlich einen reingegeben. Okay, wir haben sie nicht verarscht. Und hier wieder raus. Ohne den Haupteingang zu nehmen. Und wo ist der Typ hin? Ach, hier sind nur zwei Stück. Komm rein, komm rein. Kommt hierher. Gut, gut, gut. Lieber einer als zwei. Ja, manche können richtig flitzen. Okay, der hat mich nicht gesehen, hoffentlich.
Come on, come on. Kanister auffüllen. Gotta go! Ey, mach da mehr! Oh, oh, oh! Wo ist denn der Junge hin jetzt? Wow! Wow! Da läuft der Schweiß! Hier ging's durch. Ich weiß den Weg nicht mehr. Ich weiß ihn doch noch. Gut, dass sie jetzt Probleme mit Türen haben. Oh, 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 oh. Oh, haben sie nicht. Ich hab doch keine Probleme mit Türen. Immer noch gesperrt. Ich glaub, das war ein Geheimnis. Oh. Ich komm doch. Wow. Ja. Mission geschafft. Jesse ist zurückgekommen mit 6 Pistolenkugeln und 4 Pistolenkugeln. Voll lahm. Puh, und wir haben doch kein Sammelstück gefunden. Wir sehen uns in der nächsten Folge von The Walking Dead Killer Instinct, würde ich gerade sagen.